Und ein herzliches Willkommen zurück. Und ich muss erstmal die Zeit anmachen. Das habe ich ja schon wieder völlig vergessen. Stoppuhr starten. Ja, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Und ich habe mir gerade gedacht, bevor wir da irgendwie runtergehen zu diesem Tempel, sammeln wir noch gewisse Reste ein. Was? Hier hinten blinkt ein Grab? Okay. Nee, wir lassen es doch noch. Aber ich verstehe gerade nicht, warum jetzt... Ach so. Ich verstehe. Da gab es noch gewisse Türen, die ich so nicht öffnen konnte. Okay, das reizt mich jetzt eben doch. Das heißt, ich werde jetzt doch nochmal Schnellreise hier machen. Das interessiert mich nämlich jetzt. Was da dahinter ist, dass es jetzt nochmal extra aufblinkt. Das würde ich jetzt gerne nochmal erfahren. Oder wissen. Mir ist nicht eingefallen, gefällt mir, ob ich Schrotflinte, weil ich ja bei manchen Sachen Schrotflinte gekocht habe. Aber wenn das hier so aufleuchtet, dann will ich wissen, woran das liegt, was es zu bedeuten hat. So, das Holz nehmen wir noch kurz mit. Oh, hier gibt es schon wieder ein neues Bergungsgut, okay. Und es funktioniert alles wieder. Es taucht also alles immer wieder neu auf, wenn man Schnellreisen macht zum Beispiel. Gut zu wissen, wenn da noch was fehlt, einfach mal zurückreisen und nochmal neu sammeln. So, was gibt es denn jetzt hier neu? Gibt es hier denn jetzt noch was neu? Oder verwechsel ich das gerade? Ich wollte eigentlich langsam runter. Nö, hier gab es nichts. Außer hier wieder fett. Doch, hier gab es nämlich auch irgendwo eine Tür. Wo ich so nicht reinkam. Wieso nimmt ihr ihre Waffe? Tür, die ich nicht öffnen konnte. Warum hat das Grab plötzlich wieder angefangen zu leuchten? Das verstehe ich jetzt nämlich überhaupt nicht. Das war eher... weil da hinten den ganz normalen Grab. Statt hier ein Herausforderungsgrab. Das hatte mich jetzt schon irgendwie ein bisschen verwirrt, auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das nochmal aufleuchtete, dieses Herausforderungsgrab. Eigenartige Sache. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, sammle ich gerade mal die zwei, drei letzten Sachen ein. So, hier gab es auf jeden Fall etwas. Hallo? Oder verwechsel ich das jetzt auch schon wieder? Das gibt's nicht. Zurück, zurück. Verwechsel ich jetzt auch schon wieder? Genau, nee, hier haben wir alles. Ist auch ein toller Ladebildschirm, der bewegt sich zwar, aber ultra langsam. Na gut, da holen wir unsere letzten zwei Sachen, die wir hier noch haben. Und das war's dann hier.
So, hier waren wir ja schon mal. Sind aber gestorben, als wir wieder abwärts wollten. Wieder zurück wollten nach oben. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es. So. So, einmal das hier. Ein Brief von Percy Fawcett an seine Frau Nina. Liebste Nina, erneut schreibe ich dir unter schwierigen Umständen. Das kennen wir eigentlich schon. Ich bin ja nur gestorben. Unbekannte Expedition. Story abgeschlossen. Wunderbar. Und hier haben wir das hier. Aztekisch, ein polierter Spiegel. Dieses polierte Schmuckstück aus Silber weist einen Goldrand und eingearbeitete Türkise auf. Es scheint eine Art dekorativer Spiegel zu sein. Die Rückseite ist mit einer filigranen Darstellung X-Chels verziert. Okay. Sehr schön, damit hätten wir hier eigentlich doch die 100%, oder? 1129774. Jupp, stimmt, 100% abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur noch hier lebend raus. Ist ja so eine Sache hier. Okay, diesmal scheint es zu funktionieren. Hallo? Okay, hat nicht funktioniert. Komische Sache. Erstmal meinen Tee genießen. Wir haben jetzt einen Schwarztee gemacht. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Und noch einmal, weil es so schön war. Ach Quatsch. Und da bin ich auch schon wieder und ich habe jetzt hier alles eingesammelt und ganz ehrlich, wenn ich mir so die Wände anschaue, fällt mir hier was auf, das da und das da. Kann ich hier hochklettern? Nee, scheinbar nicht. Na gut, hätte sein können. Versuchen wir es also hier rauszukommen. Auf ein neues. Höher geht's nicht, ne? Nein. Komische Sache, warum wird das hier nichts? Jetzt aber. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Okay, also wir haben die 100% jetzt hier. Das heißt, wir können jetzt wieder weg. So, da habe ich das wahrscheinlich mit dem hier verwechselt. Mama, da ist halt eben nochmal schnell eine Schnellreise hin. Die Schrotflinte brauchen wir eigentlich erst noch später. Also können wir dort noch hin. Einmal dorthin. Auf geht's. Gibt es Gold jetzt eigentlich auch wieder neu da oben dann? Wir schauen uns das natürlich mal an. Würde mich jetzt mal interessieren, was so alles, ich sag jetzt mal, wieder zu Schreck generiert, wenn man schnell Reisen macht. Vorhin haben wir gesehen, Berg ist gut. Und natürlich Pflanzen sowas und Gold anscheinend auch. Interessant, okay. Man kann also durch Schnellreisen alles wieder von vorne einsammeln gehen und kann somit unendlich Geld anschiffen. So, dann gehen wir hier mal rein. Irgendwo ging es doch nach links und nach rechts, aber... Scheiße, hier war es glaube ich auch nicht. Ich verwechsel hier alles, das gibt's nicht. Ja, nee, hier war das auch nicht. Unfassbar. Also, geben wir noch mal ein paar Ressourcen. Ist es dann doch erst auf der nächsten Welt? Ich schaff das nicht, mit was verwechsel ich das? Der Rabe pinkt auch neu, aber das ist ja uninteressant.
Hier ist noch eine hier ist noch ein Grab. Das könnte es allerdings auch sein. Das ist schön, meine Halluzinogen ging nämlich leer, hier die blauen Pflanzen. Weil ich davon dann doch so ein bisschen was benutzt hatte in letzter Zeit. Und das macht jetzt natürlich die Schwierigkeitsstufe sehr schwer, also tödliche Obsession wieder so ein bisschen einfacher. Weil es hieß ja, man findet weniger Munition und sowas. Gut, hier gab es generell noch nie Munition zu sammeln. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob hier Munition auch wieder zu finden gibt überall. Aber zum Beispiel jetzt zu verbessern ist alles wieder da. Also das vereinfacht dann natürlich dann doch wieder alles. Das sollten die Spieleentwickler weglassen. Ich weiß, es klingt ja schon wieder blöd, dass ich das sage. Aber sonst ist dieser Schwierigkeitsgrad halt eben nicht eben auch sehr schwer, weil man trotzdem dann alles wieder von vorne einsammeln kann. Also es gibt doch nicht weniger Munition oder Bergungsgut oder sonst was, um Sachen zu verbessern, sodass man überlegen muss, scheiße, was erhöhe ich jetzt lieber das oder das da, weil man da eben nicht mehr so viel findet. Das ist ja dann eigentlich alles egal, weil man findet sowieso wieder alles. Doppelt und dreifach. Hier ist das auch nicht. Komischerweise ist das jetzt auch wieder an. Ich weiß jetzt nur nicht, wieso. Nein, hier war das auch nicht. Tut mir leid, ich bin etwas auf der Suche hier. Da kann man noch nicht rein. Den kann man mittlerweile lesen. Und vielleicht war das hier hinten. Gehen wir mal dorthin. Jetzt sind wir natürlich hauptsächlich unterwegs mit Reisen hier. Ich werde natürlich ein bisschen mehr aufnehmen und dann werde ich das hier alles verschnellern. So ein bisschen vorspulen. Bin ich hier richtig? So, was haben wir denn hier bei den Monolithen? Ja. Dankeschön. Ja. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich liege stumm, wo einst Pfeile flogen, und bewache eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Okay. Okay, irgendwo hier. Wo einst Pfeile flogen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Bewacht eine Tür, die nicht mehr aufgeht. Das ist großartig. Kondorfedern sind voll, das macht ja nichts. Da wissen wir ja, wo die herkommen. Sehr schön. So gesehen, mit auf dem Weg haben wir das jetzt wieder gefunden. Dann gehen wir jetzt dahin, was ich eigentlich machen wollte und gesucht dafür hatte. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh. Auf jeden Fall können wir wieder einiges verkaufen. Es gibt wieder gut Geld. Und genau diese Stelle habe ich gesucht. Hat jetzt irgendwie eine Weile gedauert. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was haben wir hier? Hä? Nichts? Toll. Viel Ärger um nichts. Ist das nicht ein Film? Toll. Völlig umsonst. Keine Ahnung, was da drin war für ein Erz, aber wie ich jetzt auf jeden Fall das geöffnet habe, war kein Erz da. So, was hätten wir hier denn jetzt eigentlich noch zu machen? An sich eigentlich nichts mehr. Hier sind wir soweit fertig, bis auf da, wo wir eine Schrotflinte brauchen, die wir allerdings noch nicht haben. Das heißt, das Lager ist sehr nah am Marktplatz, das heißt, wir gehen erstmal zum Markt und verkaufen wieder so ein bisschen was. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen.
voll. Unmöglich, ich kann es nicht haben. Eieiei, alles mal voll. Wie geht's? Wer hat Lokalismus? Okay, verkaufen. Es ist ein Trato para ambos. Excelente Lektion. Disfrútelo. Excelente Lektion. Es ist ein Trato para ambos. Cuando federn. Excelente Lektion. Es ist ein Trato para ambos. So, wunderbar. Die Waffen brauchen wir nicht. Brauchen wir generell nicht. Siempre listo para los negocios. Bitte was? So, damit können wir dann zurück ins Lager und dann wieder schnellreisen zurück machen. Jetzt kann man sie ja mitnehmen. Wir haben nichts zum Herstellen, ne? Nein. Gut, Schnellreise. Dann gehen wir jetzt halt eben doch wieder dorthin, wo wir hin müssen. Nämlich hier oben. Oh Mann, das wird was. Ab zur Seenote. Und leider muss ich euch ab hier dann wieder sagen, das war's mit Shadow of the Tomb Raider. Ich weiß, es war ein relativ sinnloser Teil. Tut mir leid, ab nächsten Tag geht's spannend weiter, weil wir da in ein unbekanntes Gebiet gehen. Nämlich hier runter. Und ich sage euch eins, das wird heftig. Ich weiß ja von meiner Freundin, das wird echt nicht einfach. Da bin ich echt mal gespannt, wie ich das überleben soll. Ich glaube, das hier war das einzige Lager davor und das ist ein Riesenstück, was wir zu tun haben, zu erarbeiten ohne weiteres Lager. Das wird nicht leicht. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ihr werdet es sehen ab den nächsten Teilen. Schaltet wieder ein, morgen dann, und dann sehen wir uns wieder. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit mir von Höher Gameplays als Hobby. Bis dann. Lasst auch trotzdem bitte gerne einen Daumen oben da, falls ihr mich gerne seht. Jetzt nicht, weil das Video jetzt... Ja, so actionreich war da gut. Keine Ahnung, viel ist ja nicht passiert. Aber weil ihr mich gut findet, dann bitte Daumen nach oben. Wenn ihr neu bei mir seid, tut es mir leid, dass ihr leider in einen langweiligen Teil eingestiegen seid. Aber wie gesagt, am nächsten Teil wird es besser. Guckt am besten trotzdem nochmal eher von vorn. Und dann sehen wir uns auch wieder, hoffentlich wieder. Und abonniert mich. Auf jeden Fall, das war von mir, Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.